YOLO, ich bin zurück von einer Recycling-Tour. Und da ist ein Phantom. Also konnte noch so lange schießen. Oh Mann, wo kommt das denn her? Fuck! Shit, ey. Ja, so viel dazu. Kacke. Ist doch noch irgendwas oder nicht? Scheiße, wo kam das Vieh denn jetzt her? Oh, fuck, das hat mich aber jetzt richtig angepisst. Teilchenkontaminierung. Nährungssensor, Neustart. Boah, ne, die mache ich von oben platt. Junge, Junge. Oh shit. Oh shit, was ist das? Oh shit. Warnung, Anzug wurde beschädigt. Ja, ich würde sagen, ich bin am Arsch. Tja, okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie eine Wegfindung so haben. Aber wo kam das Phantom denn plötzlich her? Wo kam das her? Scheiße. Scheiße. Das habe ich nicht gelootet, okay. Was ist das? Was? Recyclerladung. Wenn eine Recyclerladung explodiert, zerlegt sie Molekularstruktur von Objekten in ihre Nähe in recycelbare Materialien. Deine Uniform bietet dir zwar etwas Schutz, aber sie ist nicht vollkommen sicher. Es ist daher gefährlich, einer Recyclerladung zu nahe zu kommen. Mit RT kannst du Recyclerladung werfen oder sie an stationären Objekten befestigen. Also eine Granate oder was? Habe ich jetzt eine Granate im Gepäck oder wie? Naja, scheint eine Granate zu sein. Ich behaupte mal, es ist eine Granate. Das hat mich ein bisschen zu viel Clou gekostet. Die Viecher mache ich definitiv von hinten, von oben kalt. Was ist das? Wo geht's denn da hin? Ach so, da bin ich ja eben lang. Stimmt, da geht's zu diesem Kinosaal, wo ich generell dann wohl weiterkomme.
Aber das Phantom hat mich jetzt ein bisschen hier irritiert. Wo plötzlich hier ein Phantom stand. Ist das so, dass die hin und wieder spawnen, damit man halt nicht die ganze Zeit durch ein geklärtes Level quasi läuft? Ah, ich weiß nicht, ob ich da so ein Fan von bin dann. Oh, was ist das denn? Noch ein. Oh. Was war das denn? EMP-Ladung. Die EMP-Ladung setzt einen großen Stoß elektromagnetischer Energie frei, der hocheffektiv gegen Roboter, Geschütze und andere elektronische Einheiten ist. Okay. Ersatzteile immer gut. Kabel, Rohrzange. Okay. Ja, ich muss... Niesen. Oh Gott, Hilfe, ich sterbe. Oh mein Gott. Ah, so. Okay, geht wieder. Es geht wieder. Ich bin noch am Start. Mann, jetzt muss hier mal ein bisschen mehr... Hier, jetzt muss mal ein bisschen mehr knallen hier. So, los, rennen. Schnell speichern. War hier noch irgendwas? Ja, der Safe. Aber den Safe kann ich noch nicht knacken. Da brauche ich 3 für. 3! Was ist denn los mit denen? Wie soll ich denn so schnell... Hier sind ja auch keine Mods, die man findet. Was soll man denn da machen? Da ist jetzt auch wieder ein Phantom. Alien-Gefahr entweckt. Das war wie ein Porno. Aber warum? Ich verstehe es nicht so ganz. Warum ging das Geschütz jetzt? Desintegrierter Kreislauf hat neue Instruktionen gefunden. Wo sind die ganze Zeit jetzt die Viecher überall? Parallel gesteuerte Prozessoren. Desynchronisiert. Verstanden. Ich möchte das nicht. Boah, jetzt finde ich aber hier... Neue Überwachungsüberbrückung erhalten. Vielen Dank. Das Atrium. Hierher kommt ein Großteil der Stationstech. Laborausrüstung, Spezialteile, Prototypen. Wir müssten Ihr Looking Glass Terminal in Dr. Calvinos Werkstatt reparieren können. Okay, also muss ich erstmal nur die Viecher wegkriegen. Mann, Mann, Mann. Wenn man wissen will, wie etwas funktioniert, muss man es zerlegen. Ich will eine Granate benutzen. Das ist der EMP. Ist der EMP besser? Recycler-Ladung. Okay, sind da zwei Roboter? Eigendiagnose protokolliert. Liste. Tag, Kohlenstoff, Kathode, Korrosion. Das könnte ein Problem sein. Oh. Oh. Reparieren, rekalibrieren, recyceln. Die 3 R's von Rhabarber. Reparaturdefinition. Neu vorgegeben. Thank you.
Eigendiagnose protokolliert. Das werde ich untersuchen. Hier ist der Ein-Service-Servo. Wo denn? Warum sehen die mich die ganze Zeit? Alien-Gefahr entdeckt. Die Sammelschattetag ist noch nicht angefordert. Hat neue Entsiedlungen. Kann geworfen und dann umfassen. Ja, wie kann ich... Instruktionen gefunden. Problem. Anzug wurde beschädigt. Ja. Wir sind die Ritterkreislauf. Boah, scheiße. Alter Schwede. Oh, shit. Geht die Waffe kaputt? Geht die Waffe kaputt? Holy shit, das war, ey, das war, das, oh, das war ein Kampf, ja. Der war gar nicht kacke. Dann geht die Waffe kaputt. So eine Scheiße. Okay, repariere ich sie mal. Scheiße! Oh, Mist, das ist ärgerlich. Kathode, Korrosion. Ist etwas kaputt? Ich habe Ersatzproblem gefunden. Wir sind die Kritterkreislauf. Warnung, Verbrennungstrauma. Das funktioniert nicht. Alle kommen. Ist vorbei. Alter, oh Mann, scheiße. Kacke, das, ich hab es gut gelöst gehabt, Mann. Es war eigentlich echt gut gemacht. Reparieren, rekalibrieren, recyceln. Das werde ich untersuchen von Rababa. Ich muss erstmal die Pistole reparieren. Shit, ey. Eigendiagnose protokolliert. Daten korrumpiert. Liste rein. Service Servo. Das werde ich untersuchen. Reparaturdefinition. Neu vorgegeben. Eigendiagnose protokolliert. Ist etwas kaputt? Verstecken ist keine praktikable Lösung. Sie sind immer noch kaputt. Der Kreislauf hat neue Instruktionen gefunden. Aua. Aua. Okay, das Phantom ist noch da. Boah, der wäre super schnell tot. Das war ja richtig krass. Aber das Phantom müsste noch da sein. Wo liegt eine Leiche? Das Phantom ist jetzt bestimmt hier.
Das speichere ich. Das ist gut, ganz gut gelaufen. Nee, ich weiß nicht, wo das Phantom ist. Wie sieht sie aus? Die Farbe Glas. Okay, Phantom gefunden. Ah, shit. Ey, man, ich weiß auch nicht, wie man diesen Schüssen ausweichen soll. Das ist halt mega, mega mies. Mega mies. Das wäre auch ein cooler Schuckenname. Ey, das ist mega mies. Puh. Oh, okay, das war schon ein bisschen heftig, ey. Alter Schwede. Oh, Mist, ey. Scheiße, dass ich die nicht reparieren kann. Oh, kacke, kacke, kacke. Ich glaube, ich wurde angeschrieben, ja, wurde ich. Puh, okay, das haben wir gemeistert. Naja, gemeistert. Kann man so machen. Puh. Wow, 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 wow. Okay. Wir kommen immer näher, Dr. Calvinos, Dr. Calvinos Werkstatt. Das war, das ist die Hauptquest immer noch. Und wir sind einen guten Schritt weiter. Hier liegt Mio Okabe. Durchgebrannte Platine. Nehmen wir natürlich gerne alles mit. Und ein Transcribe steht da. Okay, hören wir mal rein, was sie zu sagen hat. Hallo? Ja? Hey, hier ist Langley. Sind Sie... ist da drüben alles in Ordnung? Ja, wieso fragen Sie? Ich will nicht, dass Panik ausbricht. Was ist denn los, Langley? Ich bin mir nicht sicher. Überall sind Sicherheitsleute. Bei Ihnen arbeiten also noch alle? Nehme ich an, ja, ich weiß es nicht. Ich war den ganzen Tag im Labor. Warten Sie, ich gehe mal nachsehen. Ich... Was war das? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben gerade zwei Labore verloren. Was? Ich muss weg. Oh, okay, krass. Beams and Waves Lab Combustion Lab. Oh, shit. Diese Seite des Labors wurde durchbrochen. Vakuum. Schwerelosigkeit. Über eine externe Luftschleuse in der Werkstatt können Sie ihn erreichen. Sie müssen zuerst Ihren Anzug mit einem Antriebssystem verbessern. COG-Antriebssystem. Okay. Okay. Wie in einem trüben Spiegel. Alex hat die Looking Glass Server deaktiviert, bevor ich mein Video... Achso, das haben wir ja gemacht. Hier, das war das, ne? Ich muss meinen Anzug mit einem ATAX-Antriebssystem verbessern, um außerhalb der Raumstation manövrierfähig zu sein. In der Werkstatt im Maschinenlabor gibt es irgendwo einen Fabrikatorplan. Nice! Das werden wir machen. Hi. Hallo. Hi. Okay, das werden wir auf jeden Fall machen beim nächsten Mal. Wir müssen hier lang. Ist hier was drinnen? Nein. Wow. Ob die Erschütterungen von hier kommen? In den Laboren, die kaputt sind? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es hier weiter. Schätze ich mal. Hier, Krankenstation ist hier. Okay, da können wir uns bestimmt noch ein bisschen erfrischen. Und boah, jetzt bin ich aber gespannt, wie es weitergeht. Also jetzt war mal wieder ein bisschen Action. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Es ist viel gelesen in dem Spiel. Okay, muss ich natürlich nicht machen. Aber ich habe Zeit. Ja, wenn ihr auch Zeit habt,
dann wunderbar. Mein Gott, wir haben es nicht eilig, oder? Ich würde sagen, damit das lasse ich einfach so stehen. Sag daraufhin noch, dass ihr geil seid, wie immer. Und ja, ich hoffe, es gibt eine nächste Folge, oder? Ja, doch, ja. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.